Aber wir sollten vielleicht wieder ein wenig vorsichtig sein. Und eventuell bei nächster Gelegenheit doch die XP verteilen, die wir noch haben. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich noch? Naja. Da kann man noch ein bisschen was mit anfangen, würde ich sagen. Die Sonne! Die versenkt mich! Ah! Raus! Schneller! Los! Weg! Was? Nein! Das Licht! Das ist mir jetzt ja schon fast zu doof. Da habe ich jetzt aber was gegen. Ich glaube, mir bleibt keine große An... Warum habe ich den Scheiß dabei? Das ist nur ein Scheiß, ja. Okay, ich kann hier... Mäh. Ich kann es aber auch schlecht den ganzen Weg. Danny? Ach so ist das. Ich sehe die Sonne also tatsächlich nur, wenn ich direkt daneben stehe. Ist okay. Oh, wie süß. Ja, kommt her. Ich kenne dich noch vom Anfang. Stehen bleiben und. Was? Die Sonne! Hier! Nein! Lass die Tür auf! Lass die Tür auf! Komm mit rein! Komm rein! Nee, also das gefällt mir jetzt so gar nicht. Kommt näher! Süßen Klang meines Schwertes. Ihr könnt ja hier reinkommen. Kommt näher und hört den süßen Klang meines Schwertes. Kommt näher. Meine Güte, also mir gefällt das Ganze hier jetzt so gar nicht. Trinken leer. Was mache ich denn jetzt da eigentlich? Das ist doch... Wie soll ich denn da... Ist ja nicht so, als könnte ich jetzt hier viel tun. Ich meine, hier kann ich ja jetzt wirklich nicht... Was habt ihr getan? Dich umgebracht. Also so durch den Schatten kann ich ja jetzt hier wirklich nicht. Das ist ja schon leicht doof. Noch mal einen Schritt raus. Vielleicht sind wir dann mehr oder weniger Sonne. Kann ich hier durch den Schatten? Nee, ne? Ah, schau an. Okay. Yikes. Ich gehe wieder. Obwohl das nur der eine ist, habe ich sogar eine Chance. Stehen bleiben und Geld her. Stellt euch vor, ich wäre Priester. Und nehme die Last des Wohlstandes zur von euch. Hölle mit euch! Kommt näher und hört den süßen Klang meines Schwertes. Wow, Alter! Was hast du für eine Wumme? Waffe, Dingsi! Kommt näher und hört den süßen Klang meines Schwertes. Ist ja abartig! Und da ist noch einer. Da, Schatten. Und ein Fuß. Aber ist schon blöd, dass ich hier nicht die Möglichkeit habe, Wege des Abgrunds zu überlanden. Noch einer! Ach ne, das ist nur Ghoul-Ratte. So. Relativ uninteressant eigentlich. So, wie komme ich denn... Käme ich denn jetzt da weiter? Also da kann ich... Silberkette. Getan. Naja, immerhin. Das Blöde ist jetzt natürlich, du kriegst wahrscheinlich keine Erfahrung mehr. Moment. So, rein. Christoph, bleib bloß stehen. Bleib stehen! Ich ziehe mich zurück. Ja, dachte ich mir. Das heißt, die kann ich auch nicht im Notfall noch ein bisschen tot rumliegen lassen. Das ist natürlich schon wieder
Schön ist es. Schön, schön, schön. Sehr schön. Ja, schön. Ich krieg hier noch richtig Spaß, ja. Schön hier lang. Also. Das ist natürlich die Frage. Ich glaube, ich komme auch nicht mehr wirklich zurück demnach, weil, ne? Wie? Ich kann jetzt schlecht über die Dächer zurücklaufen. Also ich meine, ich könnte, aber er nicht. Ja, der. Nee, doch. Vielleicht. Verschlossen. Wäre auch eigentlich ungünstig, wenn nicht. Also ich glaube, ich habe da keine wirkliche andere Möglichkeit, als nochmal zu laden. Und, ich glaube, noch ein paar Schriftrollen des Erweckens einzustecken und dann hier ein bisschen vorsichtiger vorzugehen. Ja. So. Also. Meine Güte, das Spiel glitscht ja richtig böse rum. Ich konnte jetzt, ich glaube, so die letzten 7, 8 Male die eine Tussi da, die Katzi, nicht ansprechen. Deshalb, naja. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich denke, ich verwende jetzt erstmal... Ja. Naja. Wenn ich wüsste, wie lange das hält und so, ob sich das lohnt, das zu kaufen. Nee. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Prinzipiell mal Geschwindigkeit noch ein bisschen anskillen, die könnten wir eventuell nochmal brauchen und dann... ja. Machen wir hier nochmal so 5 Pünktchen rein. Da nochmal 2, da nochmal 2. Muss es das sein für den Christoph? Ja, du, gewähltes Wesen erscheint. Meh? Meh? Mindestens Geistesschärfe, Siege. Oh. Mhm. Er wirkt die... Ja, der ist... Ist mal interessant und kann ich noch nicht kaufen. Scheibenkleister. Okay. Ja. Geschäfte, die ich mal verwenden wollte. Richtig, da war was. Besserer Schutz vor Schaden. Mortis, Herr der Untoten. Das wollte ich auch mal verwandt haben. Gewährt die Kontrolle über das gewählte tote Wesen. Seelenruf ruft einen... hilfreichen Todesalb. Ich glaube, bei dir sollte ich hier nochmal ein bisschen, so, ne? So generell. Das mal alles auf 50, das ist einfach mal hoch auf 52. Was haben wir denn hier noch? Blutige Ekstase. Zwingt das Opfer, Blut zu geben. Das klingt cool. Ist zu teuer, aber klingt cool. Zu teuer, zu teuer. Ja, machen wir mal Pest auch. Mhm. Okay, und der Jute. Der Jute, der Jute. Lockruf. Ruft Tiere zur Unterstützung dabei. Cool. Er zwingt Unterstützung des gewählten Tiers. Mhm. Verringert... Was? Rasereistufe und bewirkt Zufriedenheit beim gewählten Wesen. Oh, das ist eigentlich nicht mal so uninteressant. Ja, Seelenstärke. Ja, Verschmelzung mit... Ah, ja. Das ist gut. Jetzt total uninteressant, aber gut. So, Geschick wollen wir erstmal auf 50 hoch. Und das wollen wir mal auf... Okay. Soll mir reichen. So, damit sollten wir theoretisch etwas länger bestehen. Ich spiele dann jetzt wieder so weiter. Also, nein, halt. Ah, erstmal. Ich habe hier in dieser Ecke hatte sich der vierte Halsschutz versteckt. Den habe ich in meine Kiste gepackt. Ich habe noch 3 Schriftrollen des Erweckens zusätzlich gekauft.
Und ich habe meine Truhe mal sortiert. Ja. Ich habe ganz viele Schriftrollen der geschärften Sinn. Die werde ich bei Gelegenheit mal verkaufen. Naja, den Heilbalsam. Das Heilelixier werde ich noch behalten für den Fall der Fälle, dass man mal... Weil hier steht ja extra überall... Also es gibt ja mehrere Sachen, wobei steht nur keine Kainiten oder nur Menschen und so. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwann auch mal einen Mensch in meine Gruppe kriegen. Oh, noch eine Wege des Abgrunds. Was machen die da unten? Naja. So, ich habe jetzt hier nach Typ sortiert. Dann haben wir noch ein Kreuz Christi, können wir auch nochmal verkaufen. Das Ding, denke ich mal, verticken wir wahrscheinlich auch. Wobei ich ja bei dem Preis nicht so einverstanden war, ja. Das war das jetzt so in aller Kürze. Warum kriege ich eigentlich keine vollen Lebenspunkte, wenn ich geruht habe? Das finde ich doof. Egal. So, also wieder im Dom. Und frisch gespeichert. Komm, geht man jetzt zwei Schritte, hört man schon die ersten... Räuberlies ankommt. Naja, gut. Ja, kommt du her. Zur Hölle mit euch! Und hört den süßen Klang meines Schwertes. Also eigentlich wollte ich den mit Wilhelm jetzt ausnuckeln, aber egal. Ah ja, der Ghoul ist tot und hat's nicht begriffen. Finde ich cool. Naja. Wir gehen jetzt erstmal vorsichtig ein wenig weiter. Aber bisher sieht es ja doch etwas besser aus. Ich meine, wir leben immerhin noch. Wir haben schon mal einen getötet. Stehen bleiben und Geld her. Aber wo stehen bleiben? Also wenn du da so schön stehen bleibst. Schade. Na gut, dann hauen wir mal drauf. Kommt her und hört den süßen Klang meines Schwertes. Zur Hölle mit euch! Schade, diesmal hat er kein Gold hinterlassen. Ich frag mich ja immer noch, wie soll ich denn da bitte? Nee, aber na gut, da unten gibt's auch noch eine Truhe und so, also da kommen wir noch irgendwie hin. Ja, ja. So, ihr folgt mir jetzt bitte nicht. Ich halte ein. So. Christoph, du Depp. Komm, lauf mir nach. Ich ziehe mich zurück. Ungewohnt, meinem eigenen Charakter zu sagen, dass er mir nicht folgen soll. Also wenn man noch den Fokus auf dem legen hat. Das ist leicht ungünstig. So. So, gehen wir dahin. Und ja, dann der große Erik noch. Und dann ist gut. So. Ich kehre zu euch zurück. Ihr dürft mir dann... Ich kehre zu euch zurück. Vermutlich erstmal wieder folgen. Also, du hast doch so... Ja, der Untoten. Ich hätte ja da hinten mal wieder einen aufstehen lassen können. Ja. Ich halte ein. Serena, lass da hinten mal jemanden aufstehen. Ich will das mal versuchen. Ach ja, Leichen auflösen. Doof. Einfach so geht nicht. Das ist auch sehr unpraktisch. Wo ist eigentlich mein Zauberbuch? Zauberbuch. Christoph? Mach die Tür zu. Da will uns jemand Böses und das wollen wir nicht zulassen. Ich mag diese ganze Mechanik nicht. Also, wo ist mein Zauberbuch?